nachvollziehen. Also Kipp, ich meine Linda, also ja, jetzt badest du, das ist verständlich, dass du jetzt nichts anders, aber also du bist halt immer, gehst immer schlimmer rum. Das ist irgendwie so ein bisschen sehr eigenartig, ne? Also wie gesagt, der Plan wäre jetzt folgendes, ein bisschen Sims für die Hochzeit planen und dann noch eine Tierklinik kaufen, das müssen wir auch noch machen. Mein Handy ist gerade ausgegangen. Warte. Halt. Sekunde. Nein, halt. Piss dich. Gefahr. Gefahr, Gefahr, Gefahr im Verzug. Tobi, die Brandenburgische National lese jetzt nicht vor. Das habe ich erkannt. So. Gertrude, das war deine Idee? Ehre. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich war mir nicht mehr sicher. Aber Gertrude ist absolut... Halt, ich habe sie nicht reingehalten. Gertrude, holy moly. Sehr wild, Potter. Potter, hä? Ich habe Durst, ich habe das letzte Mal vor 6 Stunden was getrunken. Das ist eine gute Überleitung. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Jeder von euch holt jetzt was zu trinken. In der Zeit will ich mir auch was zu trinken holen. Und, ne? Bin gleich wieder da. Hab euch gerne. War ein Witz. Ne, ich hab euch gerne. Kuss, kuss. So, bin wir da. Hallo. Rechtschreibhilfe, Gefahr. Den steche ich ab. So, hast du nichts geholt. Gefahr. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Gertrude habe ich auch gefüllt. Gertrude ist jetzt gut gefüllt. Gertrude ist gut gefüllt. Die Musik ist ich finde die auch fresh. So, die Schule veranstaltet einen Rechtschreibwettbewerb. Und Marco hat es in die letzte Runde geschafft. Doch dieses Mal ist das, hat das Wort, das sie buchstabieren sollen, ach, dieses Mal hat er das Wort, was sie buchstabieren soll, noch nie gehört. Hört. Sie steht im kleinen Zimmer um. Sie sieht sich im kleinen Zimmer um und er blickt, wie die Streberin der Klasse einen Zettel mit einem Wort hochhält. Soll sie die Hilfe annehmen oder einfach raten? Das ist jetzt eure Entscheidung, Jungs. Wie soll Marco Keks ergehen? Soll er sich auf die Hilfe der Streberin verlassen, die ihn eventuell prankt? Oder... den Wettbewerb würdest du nie gewinnen, ich würde den safe bin, easy, Digga. Also Erstklasse safe. Oder soll sie raten? Ich habe schon genug getrunken. Du Alkoholiker, du! Ich hoffe, du kriegst eine Vergiftung der Leber. Menschen sind Menschen, weil sie Teig waren. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Ich würde sagen, da ich Marlon... Nicht, weil ich hoffe, nee, wollten wir Marlon oder Kipp? Nicht Kipp, sondern. Egal. Goldkrone. Wir nehmen auch die Hilfe an, easy. Was passiert?
Mark tut, als würde er sich konzentrieren, schließt die Augen und sagt die Buchstaben vom Zettel des Mädchens auf. Falsch, sagt der Wettkampfrichter. Marco hat verloren. Die Streberin fällt lachend vom Stuhl und die Hälfte der Klasse lacht mit. Was für ein gemeiner Trick. Ja, Jungs, heute wird wer getreten. Lass mal zu Hause zu der von uns zusammentreten. Die hat einfach unser schönes Kind geschändigt. Also geschändigt ist jetzt das falsche Wort, das klang jetzt ein bisschen eigenartig. Aber, Digga, die hat einfach gebaitet. Ich hasse die. Kipp, Maschallah, was hast du da an? 10 von 10. Ich könnte jetzt Jägermeister schreien, aber ich denke, das will niemand. Mix an die 100 Euro. Gefahr, das machen wir nicht. Aber was für ein ehrenloses Kind, wirklich. Hat einfach... Ist das unser Kind? Nee, das ist euer Kind. Das ist Linda und Kokoskeks Kind. So war das, so rum war das. Ich war mir auch gar nicht sicher, wessen Kind das war. Mein armer zukünftiger... Haha! Dessen... Hat das einen Begriff, wenn das Kind... Also ich weiß nicht, bestimmt... Wenn das Kind aus der ersten Ehe kommt und dann der Vater aus der zweiten, hat das, sagt man dann so irgendwie so ein besonderes Wort? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall, dieses Kind ist ein Opfer, weil das wird selbst von der Streberin gemobbt. Bist du denn nicht mein Schwiegervater? Bestimmt. Alter, was ist denn mit Marlon los, Digga? Marlon ist richtig breit geworden, ne? Also, Marlon ist wirklich... Also, ich weiß, das Gesicht kommt dir nicht zugute. Also, was porträtiert jetzt nicht seine innere Schönheit, aber diese Arme, Digga, und diese Brust. Und ja, Marlon, wir wissen, dass Linda hat keine Ehre mehr. Was? Ich wollte wieder Surprise machen, aber ich hab's nicht auf die richtige Taste gelegt. Ich hab, gehen wir nicht drüber. Marlon, Timeout, oh! Kinder ohne, sind... Echt? Kinder ohne Eltern? Hallo? Musik? Musik? Danke dir. Nee, dann gehe ich mal. Bye, bye. Gefahr im Verzug. Wir müssen halt irgendwie eine Idee, was wir machen können. Also die Hochzeit bin ich noch nicht vorbereitet. Da habe ich die Hochzeitmusik noch nicht runtergeladen. Deswegen bin ich am überlegen, kaufen wir die Tierklinik oder gehen wir zum Beispiel in Lego rein oder Fortnite oder das Horrorgame. Ich hätte irgendwie schon Lust aufs Horror-Game, aber eure Entscheidung. Und vor allem, wann wir die Pause einlegen sollen. Ey, krass, wir sind noch nicht mal 2 Stunden live. Kommt mir schon sehr viel länger vor. Aber ich würde sagen, erstmal... Oh, also, es ist mir echt ein bisschen unangenehm. Ich gucke hier die ganze Zeit auf Kipp, ne? Das ist wirklich ein bisschen unangenehm. Einfach so, ich weiß noch nicht, warum ich das erzählt habe. Schäme mich auch für, aber reden wir nicht drüber, ne? So, Kipp, heul dich bitte in einem fremden Bett aus, dann ist das nass und unser Bett ist nicht nass. Easy. Okay, mich interessiert es offensichtlich gar nicht, dass Kokoskeks verreckt ist. Dann heulst du dich in dem Bett von ihnen aus. Nee, du sollst ja bitte ausheulen. Hallo, kannst du dich da ausheulen? Hallo, kannst du dich hier bitte irgendwo... Na, scheiß drauf, Digga. Hör dich bitte hier aus. Was für ein Horrorgame? Keine Ahnung, das kenne ich gar nicht. Das heißt folgendermaßen. Halt. Secret Labor. Reden wir nicht drüber. Sekunde, ich schick mal ganz kurz den Namen jenes Spiels in den Chat. So. So heißt das Stück. Keine Ahnung, ob es wild ist oder zu wild. Keine Ahnung. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Und allein bei den Bildern habe ich mich eingeschissen. Gehst du jetzt weinen? Okay, nee. Du sollst dich bitte ausheulen, Kipp. Wir wollen nicht beim Weinen begutachten. Keiner, was es ist. Keine Ahnung. Das ist Horror-Game. Nein, das würde nicht. Also, warte, wichtig. Los, Kipp, heul dich bitte aus. Die Rechnungen. Sehr traurig. Ich weine beinahe mit. Ey, Jungs, mir fließen die Tränen. Das ging schnell. Kipp, zieh mir bitte was an. Outfits. Nein, ich klicke immer zuerst hoch. So. Aber irgendwas ganz Eigenartiges. Nee, okay, wir machen Standard. Los, Kipp. Der Moment
Wenn eine Fremde trauriger ist als Linda. Ja, okay. Also ihr wart zwar verheiratet, aber ihr habt euch auf den Tod gehasst, ne? Ja, das ist schon traurig irgendwo, ne? Kippe zahlen mal, ich meine, Linda bezahlen wir die Rechnung. Ich will dir mal Kippe sagen, aber sollten wir dich ja Katja nennen. Und dann verkaufe halt den Verlag. Oh Gott, meine Zähne. Das ist ja im Buch. Irgendwas anderes. Und Malte stinkt. Das machst du gut, Kip. Das machst du richtig heftig. Apropos Essen. Schmackhaft. Kip, hast du Bock? Koche gegen die Traurigkeit an. Mach. Nein, Obstkuchen, du liebst ja Fleisch, ist dein Ding, das heißt, das magst du nicht. Du musst jetzt was richtig Schmackhaftes machen. Notchies, Mashallah. Die Rechnungen hier. Die eben eingeflattert sind. So. Halt. Hätte ich mir vorstellen können. Bin morgen 11:45 bei dir. Dann mach ich aber nicht auf. Ich mach einfach nicht auf, Tobi. Aber okay. Ist mir egal. Okay, ich glaube, ich würde es eher Kip nennen. Als Katja, wenn ich ehrlich bin. Also es ist jetzt gar nicht böse, ich meine einfach, keine Ahnung. Der Gewohnheit wegen. Ach, mein verdientes Geld, was ich vergraben habe. Kein Witz, Digga, ich schiebe mir einfach Geld. Ich habe gar keinen Respekt vor dir. Gar keinen Respekt. Einfach weg. Oh, guck mal, der Katze geht's wieder gut. Ja, du lebst, Katze. Das ist ja schön. Los, schnabuliere. Maschallah, das machst du fein. Ich bin verspielt. Also, es juckt mich ja wirklich. Es juckt mich nicht in Mühe, dass Kokosriegel weg ist. Es juckt mich so ganz und gar nicht. Mein Fitnesslevel. Maschallah, wo ist denn das? Trainieren im Fitnesscenter. Stimmt, das muss ich noch machen. Warte, das mache ich mal ganz kurz, weil das will ich ein bisschen hochsteigern. Ich reiß mal ganz kurz, also ich mache mal nur ganz schnell so auf Alibi-Reise, wisst ihr? Hallo? Ich hatte illegale Geschäfte da laufen, Linda. Wieso mag mich keinen Zim? Also echt, ne? Also wirklich, es ist so traurig, wie Kip die Person, die sie prinzipiell gar nicht kennt, mehr um mich traut als deine beschissene, als deine Ehefrau. Beschissen sollte nun untermalen. Solltest nun untermalen. Halt echt, ne? Kip empfindet mehr für dich als Linda. Das ist wirklich sehr traurig. So, ich gehe jetzt aggressiv ganz kurz pumpen, dass ich das Ding krieg. Trainieren, los, mal die Baller raus. Baller einen raus. Easy. Eine Stunde an die Grenze gehen, in der Liga gehen. Zwei Fitnessgeräte besitzen. Easy, gehe ich einfach nach Hause wieder. Das wird direkt. Ich mache das mal bei allen so ein bisschen. Warte mal, hier. Halt. Nachtclub besuchen. Das machen wir noch, Jungs. Die Geburtstage müssen wir noch nachfeiern. Wir müssen noch Geburtstage nachfeiern. Das darf ich nicht vergessen. Wir müssen noch Geburtstage nachfeiern. Das machen wir noch. Das machen wir heute, ehrlich gesagt. So.